Moinsen Leute, herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening Legumio Arsho Blanco. Ja, also der Typ sagt mir ja, gegen einen Tausch, also beziehungsweise sammelt hässliche Dosen Futterkacke, würde ich halt Bananen kriegen. Das habe ich mir jetzt nachgegoogelt, weil ich gedacht habe, Junge, ganz ehrlich, reicht es nicht, dass mir da Talin oder wie auch immer hieß, oder Tarin oder was weiß ich, mir gesagt hat, ey, am Strand kriegst du Bananen, ja, Arsho Legum Blanco. Ich muss jetzt voll viel Shit machen, der einfach nur mega unnötig ist, um diese saublöden Bananen zu bekommen. Weißt du, anstatt dass ich da hingebe und sage, hier Junge, ich habe 100 fucking 8 Rubine, das ist viel mehr wert als eine beschissene Banane, aber hier, wir wollen mal nicht so sein. Bitteschön, freu dich wirklich einen Ast ab, damit kannst du so viel Konserven kaufen, bis zum geht nicht mehr, her mit einer scheiß Banane. Nein, wir müssen in diesem Kackspiel geschissel da und wir müssen die Yoshi-Puppe holen. Ah, ein trendiges Spiel! Ein Spiel kostet 10 Rubine. Ja, super, play. Oh fuck, ich weiß nicht, was A und was B bei mir ist. Toll, die A und B-Knöpfe bewegen den Kram. Der Rest ist einfach nur Timing. Okay, geh nun rüber zu den Knöpfen, um zu spielen. Viel Glück. Scheiße, Mann. Warte mal. Scheiße. Ich glaube, Y ist bei mir A und B ist dann... Na okay, guck mal. Ach so, ich muss dann auch noch festhalten. Ernsthaft? Wow. Wow, ist das... Okay, gut. Scheiße. Okay, Kollege, verstanden. Ich kann nicht jetzt nochmal hier 10 Rubine investieren. Also, möchte ich eigentlich nicht, aber... Challenge again? Ja, hier, gib... Good luck, du mich auch. Okay, mein Y ist mein B. Nein, mein X ist mein B. Okay. Das müsste jetzt gereicht haben, oder müsste ich noch ein Stück nach unten? Scheiße, ich glaube ein Stück nach unten noch, ne? Oh! Oh! Ja, aber Gewinner! Ja, geil. Yay, boah, ist das lame. Ich habe eine behinderte Yoshi-Puppe, ja. Und weißt du, wer die jetzt kriegt? Die Mutter mit den Kiddies da ganz oben. Oh, verpiss dich, Mann. Mit den Belgern da oben, die da ihre Kinder nicht wirklich auseinanderhalten kann. Die kriegt jetzt... Habe ich die eigentlich im Inventar? Nein, also schon, aber nicht so, dass ich sie als Waffe nutzen könnte und irgendwie um die Ohren klatschen könnte. Das wäre so schön. So, jetzt gehen wir hier. Hallo, ich habe für dich eine Puppe. Oh, möchtest du mir diese Puppe für mein Baby geben? Ja, klar. Oh, vielen Dank. Du bist tatsächlich eine sehr gönnerhafte Person. Ah, dafür möchte ich dir das als Entschädigung geben. Ich bekomme eine beschissene Schleife. Ja, du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Vielleicht kannst du diese Schleife gegen irgendetwas anderes eintauschen. Ja, weiß ich ja schon was. Wir gehen nämlich zu dieser beschissenen Hundehüte. Innen drin war da so ein kleines Kanonenbällchen, das sagt, mi. Ich bin ja so ein feines Fififi, aber leider will mich niemand haben. Hier, so. Alt. Make-up. Jewelry. Also, Schmuck. Kleider. Ich möchte das alles, aber... Ach. Vielleicht ein paar neue Accessoires werden ganz nett. Oh, diese Schleife. Oh, ich brauche sie. Willst du sie gegen mein Hundefutter eintauschen? Nein, aber ja. Oh, wie glücklich ich doch bin. Vielen Dank. Denn hier ist dein Dosenfutter. Ja, ist das eine Katze da drauf? Ew, Juicy auch noch, ja. Erinnert mich gerade ein bisschen an den weiblichen Pac-Man. So, jetzt kann ich wieder zurück zum Strand latschen, ja. Boah, ich hasse solche Hickhack-Quests, wo ich mal hin und her geschickt werde, wie so Ongo-Bongo. Richtig nervig. Und jetzt kann ich, ja, diese scheiß nicht schmackhaften Bananen gegen eine Dose Hundefutter eintauschen. Hunde-fucking-Futter, ne? Ich weiß, der Typ sammelt Essen, aber das mag qualitativ wertvoller sein als richtiges Menschenessen, sag ich mal so. Weil das einfach tatsächlich besser kontrolliert ist als den Kack, den wir fressen. Aber ich find's trotzdem eklig. Was ist das denn, was du dabei hast? Oh mein Gott, ist das etwa Dosenfutter? Oh mein Gott, um Gottes Willen, Mann, dafür würde ich alles tun. Gib mir hier die Dose, bitte. Oh Gott, er ist so hysterisch aufgebracht. Was wirst du tun? Gif.
Oh, vielen Dank. Ich werde das nehmen. Oh mein Gott, du hast die gerade gegessen. Och, das war gut. Ich weiß, es ist kein fairer Tausch, aber hier sind ein paar Bananen. Ernsthaft ist das ekelhaft. Der Spacko hat tatsächlich... Oh, okay, gut, ich meine, er ist Krokodil, ist ein Tier, das geht noch, aber... Jetzt stell mir vor, da wäre wirklich so ein Bananen-Joe, ne? Der sagt ja hier, Kollege, gib mir mal eine Dose Hundefutter. Ich weiß, es gibt tatsächlich Leute, die essen das. Also, weil es ihnen schmeckt oder weil sie es ausprobieren wollen oder aber weil sie halt wirklich die Qualität testen müssen. So eine Art Testesser. Nee, also... Da vergeht mir alles. Also, sag mal... Es ist echt... ich habe mal eine Zeit lang, ich glaube, das war aus dem Aldi, so fertig gerichtet, Chili con Carne-mäßig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat genauso gerochen und ausgesehen wie der Inhalt der Katzenfutterdose, die wir so verfüttert haben. Und irgendwann konnte ich einfach die Scheiße nicht mehr essen, weil das ist schon echt hart eklig. Man, alles in allem, es ist Essen, ne? Das darf man dann halt nicht, ja, wie soll ich sagen, so abtun, wie ich es jetzt gerade mache, aber... Scheiße, da komme ich ja gar nicht hoch, ne? Ich habe nichts zum Springen. Fuck. Wie komme ich denn jetzt nochmal hin? Ich muss jetzt bestimmt wieder voll den Umweg machen, ne? Scheiße, Mann. Das ist mega unpraktisch. Ja gut, da brauche ich einen Greifenumhang oder sowas, ne? Fuck. Ich weiß nicht, also ich bin da einfach so... Würde mir jetzt nicht so zu sagen. Also an alle, die da draußen Hundefutter gerne naschen, ich werde euch niemals verstehen. Es ist okay, tut, was ihr da machen wollt. Ich denke, ihr werdet niemandem dazu schaden, also gut bekommst, ne? Ich esse da lieber richtiges Essen. Wobei, Story of my life, ja, ich habe tatsächlich schon mal das eine oder andere Leckerli probiert, weil ich neugierig war. Zum Beispiel hatte ich da diese Pfötchenbox. Boah, Alter, das ist ein scheiß Wein. Da waren glutenfreie Eierkekse für Hunde. Ich bin ehrlich, ich habe die gegessen, also probiert. Und ich muss sagen, die schmecken 1:1 wie ganz normale Eierkekse. Die waren genauso süß, deswegen weiß ich nicht, ob die so gut waren für meinen Hund, aber die waren lecker. Banan, Banan! Oh, oh! Gibst du das Kiki hier? Banan, Banan! Banan, Banan! Oh, oh! Kiki Monkey! Komm! Dich werdet ihr das jetzt zurück sein! Kiki! Ach, du Scheiße. Das ist eine Affenbrücke. Kinders, ich bin ach, ihr braucht mir eine Brücke. Ich hatte schon, ich muss über euch drüberlatschen. Monkey Business! Also, ein Affengeschäft. Fertig! Bye, bye! Oh, Kiki! Ja. Ich krieg noch ein Stöckchen. Du hast ein Stöckchen gefunden, das die Affen zurückgelassen haben. Du nimmst sie mit, okay? Okay, es ist im Inventar. Ich wollte schon sagen, es ist aber keine Waffe. Irgendwie, dass ich mein geiles Schwert gegen so einen Krüppelstab, so einen Dekostab vielleicht umtauschen könnte. So, jetzt müssen wir hier 5 Blätter finden. Beziehungsweise müssen erstmal ein Schlösschen rein. Ich weiß gar nicht, kann ich schon schwimmen? Ich würde mal sagen, nein. Oh, das ist schon wieder so eine Teflonbude, wo ich mir denke, nee, das ist ja Oberwasser, also entweder muss ich jetzt... Schloss! Jawohl. Gumbas! Gumbaya! Gumbaya! Ach du Scheiße! So. Dim, 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 dim. Eindringling! Eindringling! Och, nö, nö. Was bist du denn für ein... Boah, muss ich die eigentlich besiegen, um an diese scheiß goldenen Blätterchen zu kommen, oder sind die überhaupt hier draußen? Sind die nur drinnen? Es sind 5 Stück. Der Typ ist auf jeden Fall ein Richard oder so? Ich habe keine Ahnung, wie Patzki hieß. Auf jeden Fall was voll scheiße, aber ich glaube, das hier ist... Oh, fuck, die fuck, fuck. Fuck. Ich glaube, hier sollte ich die vielleicht einmal besiegen. Boss, jawoll. Dim, 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 dim. Ich force dich jetzt mal dazu. Boah, geil. Ich... Sag ich doch! Es gipfert. Das ist das erste goldene Blättchen. Jawoll! Ach so, ich kann da in meinem Untermenü mir angucken, wie viel ich schon davon habe. Ja, also muss ich jetzt hier alles kaputt machen. Gucken, was geht, wa?
Oh oh. Hä? Es hört sich so an, als hätte das Tor des Schlosses sich geöffnet. Du kannst nun jetzt viel einfacher rein und raus. Yay. Ich bin voll der Invader, weißt du? Ich nehme hier... Oh fuck, alles hopp. Okay, das sieht strange aus. Das ist einfach nur Deko. Das ist hier irgendwie ein Geheimnis. Wow, geh weg. Bestimmt, ne? Oh, wow, nee, das sieht schon hart scheiße aus. So, gibt es hier eigentlich auch irgendwo Flaschen? Bestimmt, ne? Ich habe einfach nur die Chance verpasst, welche zu holen. Oh, da gab es Klopperei mit dem Backspack oder? Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da direkt hin möchte. Ja, fuck, muss ich wohl. Ich brauche Herzen. Oh. Okay. Ich weiß nicht, ob man das hört. Mein Nachbarkind hat irgendwie Störung. Bomben! Hätte ich diese Spackos da wegspringen sollen? Okay, das ist jetzt... Oh! Ich hätte das einfach wegschlagen können. Oh, geh weg! Geh weg mit deinem Prügel! Mit deinem geilen Morgenstern klopp ich dich fern. Ist mir scheißegal. Yeah. Fuck. Nein. Das ist unfair. Okay. Ich habe Bomben bekommen. Das heißt, irgendwo kann ich was freisprengen. Kriege ich nochmal irgendwie ein Herz? Scheiß die Wand an. Das ist ein Nein. Dann wieder zurück. Da waren ja Gänge. Die waren strange. Muss ich hier irgendwie irgendwo gegen klatschen und da, wo es Klick Clear macht, ist es richtig? Nein. Okay, gut. Zwei habe ich, das heißt, drei brauche ich noch. Ja, das habe ich geklärt, die Area. Alles gut. Ich bin mir nur so mega unsicher, was ich hier machen soll. Das kann ich jetzt nicht ausmachen. Sicherheitshalber verschwende ich einfach mal eine Bombe. Oh, aua. Oh. Oh. Fuck, das war richtig. Oh, fuck, fuck, Falle. Nee, schlecht. Gleich bin ich tot, Junge. Scheiße. Und da kommt schon wieder dieses kleine Pimmelvieh ange... Nein, nein, da war noch mehr. Oh, das musste ja angepimmelt kommen. Ja, safe and continue. Da kriege ich bestimmt nochmal ein geiles Blättchen. Weiß ich Bescheid, da brauchst du Bomben für. Boah, stell mal vor, ich hätte jetzt gar keine gehabt, ne? Deswegen konnte ich ja noch das Tor da so geil aufmachen. Weil die sich gedacht haben, ja, weißt du was hier? Boah, fick dich doch, du scheiß hässliches Drecksonnenteil. Möchte gern Sonnenteil, gemerkt. Halleluja. Halleluja, ich spring mal hier kurz zur Seite, danke. Das Teil soll ich mal hart verpissen. Oh, verpennüppel dich, Junge. Ganz ehrlich, nee, das ist gerade scheiße. Wow, yo, alle auf mich drauf. Ja, noch mehr, komm. Ist ja nicht so, dass ich... Wow, ich kriege schon direkt das goldene Blatt. Trotzdem mache ich den anderen Blatt, weil ich brauche ein Herz. Und vielleicht gibt es noch was anderes. Irgendwie ein Hinweis. Für die ganze... Ach scheiße, ich sollte auch eine Schaufel mitnehmen, meinte der Spacko. Das heißt, ich müsste auch wahrscheinlich eins draußen haben. Das einfach random suchen, weil es vergraben ist. Oder ich habe draußen nochmal die Möglichkeit... Muss ich das jetzt nochmal neu drücken? Oh, ich habe die Tasten verwechselt. Oh, Junge, mach so eine Scheiße nicht mit mir. Ja, okay. Also ich glaube, ich sollte mich jetzt draußen umsehen. Oh, hört mal auf. Leute, ey, das ist doch nicht mehr lustig. Also schon, aber nein. Ich muss graben. Vielleicht. Ach, warte mal. Das ist eine schlechte Idee. Oh, was habe ich jetzt getan? Nein. Doch. Ja. Oder die Tasten gerade... Ich glaube, ich hätte gerade anders, ne? Ich bin voll mit verwirrt. Ich weiß gerade nicht, wie ich... Ich glaube, ja, so ist das, fühlt sich das angenehmer an. Also... Es sind nur zwei Finger, die ich bediene, aber... Ja, wirklich. So, ich grab hier einfach mal alles um. Ich mache hier gleich einen Penis rein. Weil ich es kann. So, darf ich mal ein bisschen auf den Tacho gucken. Also zwei Blättchen brauchen wir noch. Ein paar. Wow, gib mir Herzen. So, jetzt machen wir unseren. Ach nee. Jetzt. So. Pornösen. Oh fuck, Junge. Nein. Böse. Böse, böse. Drängst du mich gerade in den anderen Screen? Ist das dein fucking Ernst, Junge? Ich nehme gleich mal einen Spaten und schieb dir einfach ein bisschen Dreck ins Gesicht. So, jetzt machen wir hier erstmal unseren wunderschönen Penis.
Er ist nicht der Größte, aber wie sagt man so, in der Kürze liegt die Würze, ne? Und auf alles andere kommt es sowieso nicht drauf an. Oh, fuckity fuck fuck. Und es vibriert, das heißt, die Zeit ist abgelaufen. Ah! Okay, alles klar. Das heißt, wir sehen uns von mir jetzt mal wieder. Ich wünsche dir viel Spaß und Way.